herzlich willkommen zur zweiten Folge der Monkey S&P Serie. In der ersten Folge haben wir uns schon Full Diamond Rüstung geholt und eine kleine Base gebaut. Das Ziel dieser Folge ist es, uns Emeralds zu ertraden und unsere Rüstung zu entschärfen, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Außerdem passieren noch einige andere spannende Sachen, deswegen lasst sehr gerne einen kostenlosen Daumen nach oben da und schaut das Video bis zum Ende. Ab jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin, ich bin auf dem Server online. Ich hab anderthalb Herzen. Fred, er kommt uns hinterher. Wir müssen weg. Er hat eine Trap gebaut. Leute, was gab herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Kanal. GameAx, danke für euren Support bei der letzten Folge. Es werden noch zahlreiche Folgen kommen. Ich hoffe auch, die heutige Folge gefällt euch. Und ja. Frelas Holzfarm. Ich baue mal hier den ganzen Dinger. Wir haben zusammengerechnet 25 Stacks Holz. Das sind 100 Stacks Bretter. So, ich habe mir jetzt hier schon einige Sticks und noch einige Stacks Holz da. Habe schon 28 Emeralds und werde mir jetzt eine Full Enchanted Rüstung traden. Genau, das ist jetzt so der Plan. Fuck. Ich hab's verkackt. Hey du. Halt, stopp. Ich hab jetzt 79 Emeralds und hab noch einige Sticks hier übrig. Ich gehe mir mal ein bisschen Essen holen, ja? Also halt so. Weil ich habe halt nicht ein Ei. Nein. Hier, in Minecraft. Weil ich habe halt nicht... Ich ernähre mich von Rotten Flesh. So, ein bisschen Essen rangeholt. Hier 5 Steaks, 18 Chicken und 9 Schaf. Geil, ich kann wieder traden. Wait. Jetzt wird Björn gewidmet. Auf geht's. Ui! Ah, Björn! Da ist Björn. Achso. Scheiße! Creeper! Fuck! Hier ist ein Creeper. Explodiert bei uns unten. Larry, bei den Villagern ist ein Creeper explodiert. Ich habe mittlerweile einfach 2,5 Stacks Emeralds. Crazy. So, holen wir jetzt hier vom Toolsmith schön Diamond Axe. Habe ich eine geilere FE2 Unbreaking 2. Haben wir die Steuer nicht rechtzeitig bezahlt? Na, Johannes! Wir wollen heute noch in die Stadt gehen. Wir wollen uns nur noch voll enchanten. Okay. Machen wir Mitternacht, okay? Das ist eine Stunde 11. Wir haben nicht. Wir sind arme Schlucker. Ich habe die Villager so zum Bumsen gebracht. Richtig geil. Hier sind wieder 5 neue Kiddies entstanden. So, hab mir hier mal dreimal Protection 4 gekauft und mach's gleich noch ein viertes Mal. Oh geil, sie bumsen wieder alle. Oh, sie bumsen so schön. Ja. Guckt euch mal diese ganze Kinderbande, die wir hier gerade erzeugt haben.
Warum sollten wir nicht alleine online sein können? Den bauen wir erst in der normalen Stadt. Fuck! Könnt ihr mal kurz bitte den Brunnen komplett clean machen? Ich bin da drin. Also halt die alles rausmachen, weil sonst sterbe ich da. Nein! Komm, Fre, auf geht's. Wir bauen uns hier einfach straight up runter. Lass einfach nebeneinander straight up runterbauen. Ich mach straight down. Achtung, Höhle. Fre? Achtung! Hey, hier, ich hab direkt eine geile Höhle. Hey, Junge! Das war ehrlich beste Taktik. Hier alles Eisen mitnehmen. Ich hab kein Schild mehr. Fuck, ich hab kein Eisen. Kann mir kein Ding craften. Kein Schild. Fre, fuck, ich sterb gleich. Ich hab halt kein Schild. Und hier waren. Da waren irgendwie fast 5 Skelette oder so. Scheiße. Ich versuch mich zu dribbeln. Okay, ich hab ein halbes Herz. Ich brauche eigentlich nur ein Schild. Ich esse einfach mal, dann. Ich bleib hier stehen kurz. Ich will kurz essen. Ja, ich kann wieder chillig machen. Ich habe halt kein Eisen, weil ich das Eisen nicht gebraten habe. Ja gut, ich habe jetzt 20 Eisen gebraten. Es gibt einen direkten Ausgang nach oben. Mit Wasser. Also ich bin wieder im Dorf, ich weiß nicht. Ja, lass direkt Amboss machen. Geil. Bist fertig? Da. Okay, ich mach. Boah, guck mich an. Ich habe jetzt Full Protection auf allem und auf Leggings und Chestplate schon Unbreaking 3. Jonas weiß hier und hat keine Rüstung an. Ich kill ihn. Jo. Stark. Ich habe ein halbes Herz, weil ein Creeper neben mir explodiert ist. Oh mein Gott. Da sind Skelette neben. Mein Gott. Fre, kannst du ganz schnell kommen, bitte? Draußen. Ich habe ein halbes Herz. Kannst du mal bitte den Zombie vor mir killen? Mein Schild hält nicht mehr lange. Schnell. Kill die Dudes schnell. Scheiße. Oh, Junge. Später lass loslaufen. Einfach dauerhaft Richtung Westen. Yalla, yalla. Jetzt kommen wir gleich in ein Dorf. Das ist die Base von jemandem. Das Dorf, wo wir gleich durchkommen. Weil ich untersuche das hier gerade. Da sind. Nee, da stehen aber Ofen und Betten und so. Lass mal looten. Okay, okay, okay. Einfach alle Kisten durchschauen. Ich weiß es nicht. Lass mal Amboss mitnehmen. Ja, das Pferd, es tut mir leid. Das ist mir leider ausgerutscht. Irgendwie. Ich habe das Leder gebraucht. Ich brauche das Leder. Doch, ist erlaubt. Ist erlaubt. Nur in einem Ausmaß. Wenn ich einen Villager kille, der nicht mal eine Working Station hat. Junge, zu zweit im Boot ist so chillig. Du fährst einfach und ich muss nichts machen. Ich kann essen, ich kann machen, was ich will. Das ist so geil. Nein, Johannes, Johannes. Ella. Er hat uns noch nicht gesehen. Ah, du bist ein Call jetzt.
Geh mal das hier an. Das ist das Richtige. Hier, guck dir das an. Ja, ja. Ich sneak mir ein bisschen was. Wind Charges. Hey, was sagt er? Was fehlt? Schade. War ein Versuch wert. Was fehlt jetzt? Sag ihm bitte, er soll mich nicht killen. Weil ich bin jetzt nicht 2000 Blöcke gelaufen, nur damit er... Fre, wir werden jetzt direkt der Nachbar von denen. Komm, Fre, helf mir mal. Wir stecken kurz unser Grundstück ab. Und dann müssen wir direkt in Nether 24/7 Quarz suchen. So, wir sind hier am Spawn und da wird eine große Stadt gebaut mit verschiedenen Sachen. Und hier wird unser Haus hinkommen, eine geile Quarzvilla. Und dafür gehen wir jetzt in den Nether und farmen Quarz. Fre, nimm alles Quarz, was du kriegen kannst. Lass einfach wieder zurück nach Hause. Und Full Enchanten und halt auch eine mit Fortune und so. Oh mein Gott, ich wäre hier fast reingefallen. Warte, was brauchen wir noch? Fetter Falling? Mending? Ja. Wait, wir brauchen Fetter Falling 4. Das heißt, du hast jetzt immerhin schon mal Fetter Falling 4. So, ich mache hier jetzt gerade die Villager einrichten, dass da alles passt. So, habe jetzt hier weiter gearbeitet an den Working Stations. Die sind jetzt alle optimiert. Die ganzen Fletcher hier, da kann man schön immer Sticks traden. Genau, die passen alle. Habe jetzt insgesamt 2,5 Stacks Emeralds. Davon hole ich mir jetzt erstmal Fetter Falling 3, hole ich mir einfach zweimal. Und mach's am Amboss dann einmal zusammen. Boom, Feather Falling 4. Und jetzt kommt es noch auf meine Schuhe. Boom. Jetzt haben meine Schuhe Feather Falling 4. Und ich brauche noch zweimal Unbreaking 3. Und jetzt habe ich, glaube ich, auf den Schuhen habe ich Protection 4, Feather Falling 4 und Unbreaking 3. Da fehlt natürlich noch Mending. Dann habe ich auf der Diamond Leggings Protection 4 und Unbreaking 3, auf der Diamond Chestplate Protection 4, Unbreaking 3 und auf dem Dia-Helm auch Protection 4 und Unbreaking 3. Tschüss. Junge, wir haben aktuell einen Trade Sharpness 5 für 58. Ich habe jetzt für 22 bekommen. Der kann sich mal so verpissen, der Typ hier hinten. Ja, der wird gef***. Schön, tschüss. Oha, ich habe Feather Falling 4 jetzt. Ich hatte vorher nur Feather Falling 3. Ich sitze hier seit einer Dreiviertelstunde und mache nichts anderes, als diese Dinger abzubauen und wieder hinzubauen. FI4! 46! Junge, wo will ich denn jetzt noch schnell ein Buch herkriegen? Ich will mir schon noch mal ein FI5 machen. Daher 8 Emeralds, her damit. Ich muss kurz mein FI4 machen. FI5. Oh mein Gott, ich habe NV5. Jawohl. So, das war es aber auch vom heutigen Video. Ich habe jetzt 10 Stunden für euch aufgenommen. Und ja, der nächste Teil kommt
am Samstag. Ich habe eine Full-Enchant-Rüstung. Mending fehlt noch. Lasst euch einen kostenlosen Daumen nach oben da, wenn ihr es gut findet, dass ich Server-Videos mache. Das war's für mein Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis nächstes Mal. Und ciao, ciao.